ist denn einer von diesen guten Ideen gewesen, dein Projekt im Mai, so in der Nachbetrachtung? Ja, ich komme manchmal ein bisschen zu diesen Sachen wie die Jungfrau zum Kind. Das hat irgendwie eine banale Entstehungsgeschichte gehabt. Ich habe ja zwei Jahre vorher schon einmal die Alpen überquert. Von der Alpstadt-Eck im Zürich Oberland nach Ascona. Dort hat es 4 Tage Zeit gehabt für das. Und die 4 Tage haben damit zu tun, dass das mit einer Anfrage verbunden war von einer Filmfirma, Filmformat von Matthias Hevel. Weil die für Schweizer Fernsehen haben Summer Challenge, das Sendegefäß, das es einmal gegeben hat, so ein Projekt gebraucht hat. Und Schweizer Fernsehen hat die Auflage gemacht, das Projekt machen mit Paras, also mit Menschen mit Handicap. Und dann haben die mich angefragt, was kannst du machen, Stefan, in 4 Tagen? Ich sagte, ja, machen wir eine Alpenüberquerung. Dann haben wir das Projekt aufgeleistet und eingereicht. Und dann hat Schweizer Fernsehen das Projekt haben das Projekt gut gefunden, aber haben gefunden, ja, mit meinen über 50 spreche ich nicht mehr ganz dem Zielpublikum vom Schweizer Fernsehen. Und dann habe ich gefunden, ja, schön. Und jetzt mache ich es aber eigentlich gerade erst recht. Und ja, dann habe ich das halt selber so gemacht und das Schweizer registriert. Und sonst noch ein paar Sachen sind dabei gewesen. Ein tolles Projekt. Und dann ist die Frage bei mir auftaucht, ja, was mache ich ein Jahr später? Ich habe das gefunden, das könnte man ein weiter, ein länger machen. Ich war ja dort schon ziemlich viel auf der Straße, weil es kein Flugwetter war. Und so ist die Idee von meinem neuen Hausberg, also von meiner neuen Heimat, dem Jura-Südfuss, vom Wiesenschein starten und nach Girona, Spanien in den Pyrenäen. Weil dort mein langjähriger Gleitschirmhersteller seinen Firmensitz hat. Und so ist das entstanden. Und so ist das Projekt daraus entstanden. Und ja, das haben wir jetzt auch gemacht und durchgezogen. Und das ist ein Hammer. Cooles Projekt war. Das glaube ich. Wie viel Vorbereitung hat es gebraucht? Es hat ziemlich viel Vorbereitung gebraucht. Es war auch ein ziemlich grosses Budget für die ganze Geschichte. Und für das haben wir Sponsoren gebraucht. Und weil ja mit dem Projekt, zum einen ist ja das eine sportliche Challenge und zum anderen habe ich das verknüpft mit meinem Wunsch, nämlich dass Solothurn zur rollstuhlgängigsten und barrierefreundlichsten Kantonshauptstadt soll werden. Der erste Teil, der sportliche Teil, der ist jetzt durch. Der zweite Teil, der ist jetzt am Laufen. Da passieren jetzt ein paar Sachen. Und weil das Projekt ein bisschen aufsehenerregend ist, kann man auch gut Marketing machen für das. Also der ganze Sponsoring- und Marketing-Aspekt war ziemlich aufwendig gewesen. Dann aber auch der logistische Aufwand, Vorbereitung, Material verpacken, Rakokisten beladen und anschreiben, System reinbringen und Flüge, Material auschecken und dann aber auch natürlich noch die ganze körperliche Vorbereitung. Das war auch ziemlich eine aufwendige Geschichte gewesen. Und hast du noch Leute gehabt, die mitgekommen sind oder so? Wie kann man vorstellen, so Hotel und so reservieren? Kann man das beim Gleitschirm fliegen? So, ich bin jetzt gerade am Landen, haben den Platz oder wer hat das gemacht? Also ich habe ein Supporter-Team dabei gehabt, Mareike und der Simon. Der Simon ist ein Rollstuhl-Gleitschirmschüler von mir und ist ein Freund geworden unterwegs auf dem Weg von mir und ist darum auch mitgekommen. Also ich war bei der Alpenüberquerung schon dabei gewesen und darum ist er auch eigentlich ziemlich klar gewesen, dass er auch bei dem Projekt Wiesenstein Corona wird dabei sein. Und Mareike, das ist eine junge Frau, die ein Abitur gemacht hat. Sie wohnt im deutschen Grenzgebiet und so ein Zwischenjahr macht und herausfindet, was sie dann für ein Studium machen will. Und für sie ist das Projekt eigentlich gerade gelegen gekommen und sie ist Auto gefahren. Und der Simon, die zwei sind miteinander im Auto unterwegs gewesen. Ja, und wenn wir am Morgen los sind, haben wir ja noch nicht gewusst, wo wir dann zu Abend werden sein, wie weit wir kommen. Und am Mittag haben wir es auch noch nicht gewusst. Im Nachmittag hat es sich dann langsam abzeichnet. Und dann haben sie unterwegs müssen irgendeine Unterkunft suchen, wo einigermaßen an der Route liegt, wo man zahlen kann, wo man Platz haben und wo idealerweise auch noch einigermaßen rollstuhlgängig ist. Das hat zwar nicht so gut funktioniert, die Erkenntnis, dass man als Rollstuhlfahrer, wenn man spontan eine Unterkunft will suchen, irgendwo an einem Ort, das ist sehr, sehr schwer. Spontanität und Behinderung und Rollstuhl, das passt irgendwie nicht in den Kontext von der breiten Gesellschaft.
Das ist so bei der SBB so und bei anderen Bahnen noch mehr. Oder? Das ist an ganz vielen Orten so. Auf der anderen Seite haben wir aber gleich auch erlebt, dass eben mit ein bisschen gutem Willen doch ja. ganz oft viel möglich ist. Es scheitert oder ist nur an dem eigentlich, am guten genau, Willen. Genau, ja. genau. Und für mich einmal mehr, also das ganze Projekt hat für mich einmal mehr aufgezeigt, dass echt die allermeisten Behinderungen, die sind einfach im Kopf. In den Denkmuster. Weil eben, sind wir jetzt behindert? Also ich sowieso nicht, weil ich bin so auf die Welt gekommen. Ich bin für mich normal. Ja. Also ist es die Wechselwirkung mit der Gesellschaft oder mit den Normen, die erst macht, dass jemand, ob jetzt die Gesellschaft nicht zu mir passt oder ich nicht zu der Gesellschaft. Das sind ja immer so die philosophischen Fragen. Weil für mich ist eine Behinderung nichts Schlechtes und nichts Gutes. Es gehört einfach zur Vielfalt dazu. Oder? Und das ja. wäre eigentlich das Anstreben als gesellschaftlichen Auftrag. Oder? Ja. Eigentlich müssen wir es gar nicht diskutieren. Eigentlich müssen wir es nur akzeptieren. Aber gewisse brauche ich da ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Einsatzwille, um auch, dass sie das Weltbild aufzeichnen bekommen. Aber, bevor wir die philosophischen Fragen wirklich abdecken, was ist denn dir so durch den Kopf gegangen, wo du so auf Spanien geflogen bist? Kann man da überhaupt studieren, wenn man fliegt? Oder muss ich da auf den Gleitschirm einlassen? Und hast du dann auch ein bisschen philosophieren, wenn du jetzt gefahren bist? Also, es ist ja so, dass ich ja gar nicht wirklich viel geflogen bin. Okay. Wir haben, glaube ich, zum Fliegen ziemlich schlechtestes Wetter verwünscht. Ja, der meiste Regner am ersten Tag am Wiesenstein, da hat es geschifft. Und es hat unterwegs ganz viel geschifft. Oder wenn es nicht geschifft hat, dann hat es einfach zu viel Wind gehabt. Geländebedingt wäre es so, dass wenn man jetzt gutes Flugwetter hätte, dann könnte man vielleicht den Jura entlang und dann am westlichen Alpenbogen entlang fliegen, vielleicht etwa Höhe Orange oder Avignon. Und dann wird das Gelände einweg so, dass es schwierig wird, mit weit können fliegen. Also ich habe gewusst, dass ich sicher, wenn ich fliegen kann, etwa die Hälfte von der Strecke kann fliegen. Jetzt war es viel weniger gewesen. Die 700 km Luftlinie, wo sie ja gewesen sind, haben abgewickelt, in der Strecke auf der Straße und in der Luft zusammen 1350 km sind das gewesen. Von diesen 1350 km bin ich in zwei Flügen plus 40 km geflogen. Dann habe ich ja noch ein Hilfsmittel in Anspruch genommen bei anhaltenden Steigungen von mehr als 6%. Das kann eine Bergbahn sein oder mich laufen ziehen oder irgend so etwas. Auf die Art habe ich, glaube ich, 65 km zurückgelegt und den ganzen Rest alles mit Muskelkraft auf der Straße. Also das sind pro Tag 85 km gewesen. 9,5 Stunden im Schnitt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 10 Stundenkilometer. Das ist also etwa doppelt so schnell wie ein Fußgänger. Und Spitzengeschwindigkeit bergab mit Rückenwind, das war mal 93 gewesen, wo ich drauf gehabt. Also ja, und jetzt hat es da natürlich schon Momente gegeben, es hat Tage gegeben, wo es von morgen bis abends geschifft hat. Und jetzt sitzt du da im Rollstuhl und dann fangst du mal an, am Anfang stinkt das ein bisschen. Und ja. weißt, es ist weit, das, was wir jetzt für den heutigen Tag vorgenommen haben. Und dann irgendwann bist du so in einem Flow-Modus, wo du funktionierst wie eine Maschine. Das läuft einfach ab und dann logischerweise der Körper funktioniert und arbeitet und du kommst vorwärts und dann kommen da von kommen Gedanken, es kommen Ideen. Es kommen auch alte Geschichten auf, die dann loslässt, die gehen. Und es gibt Platz für Neues. Also es war so eine Brainwash auf jeden Fall gewesen, die ganze Zeit. Das Projekt hat für mich eine unglaubliche, ganz persönlich, in meiner Persönlichkeitsentwicklung einen stark therapeutischen Gehalt und Charakter gehabt. Und das war auch spannender gewesen. Also ich bin von Tag zu Tag stärker geworden. Und bin körperlich, aber auch glaube mental am Ende von diesem Projekt so stark gewesen, wie vielleicht noch überhaupt nie. Ja, das gehört mir ja viel ja. auch von Pilgern, oder? Ja, genau, wirklich ganz da genau. Den Pilger wegen der Jakobswege machen.
Wie ist so, eben, wir haben es schon ein bisschen angetönt bei der Hotelsuche, die Interaktion mit der Gesellschaft gewesen. Also wenn man jetzt da so einen grünen Rostel gesehen am Strassenrand, haben sie die mitnehmen oder haben sie gefragt? Ja, das hat natürlich ganz einen Haufen total lustige Erlebnisse gegeben. Ja, und du eins, zwei erzählen? Genau, also eins kann ich erzählen, an einem Samstag, etwa in der Hälfte vom Projekt, oder ziemlich genau in der Hälfte vom Projekt, da habe ich gewusst, dass ich jetzt etwa 3,5 Stunden auf so einer französischen Schnellstrasse unterwegs bin. Die französischen Schnellstrassen, die sind ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ist das einfach eine zweispurige normale Straße und manchmal ist das aber fast wie eine Autobahn und das ist alles ein bisschen möglich. Und jetzt bin ich da auf so einer Straße unterwegs gewesen, wo zwar eine Schnellstraße ist, aber eben eine zweispurige mit doch recht viel Verkehr. Und ich bin dort am Rand unterwegs gewesen. Und dann sind immer die Auto, also ich bin ja nicht breiter als ein Velo, vielleicht noch mit ein bisschen Gepäck drauf, wie jemand, der mit einer Velotour unterwegs ist. Und dann fahren die Auto einfach vorbei an diesem Velo. Aber wenn es eben ein Rollstuhl ist und nicht ein Velo, dann fahren die Auto nicht vorbei, sondern sie kleben immer so hinten links am Füdli. Und das geht er auf den Sack. Das ist so. Vor allem ist es überhaupt nicht nötig. Die könnten einfach vorbeifahren. Sie verarschen einmal noch riesige Kolonnen. Eine Sache, ein Zeug. Ich sollte dann schuld sein. Dabei sind sie schuld, weil sie nicht einfach weiterfahren. Aber ja. Und dann habe ich die an mein Führer gewunken. Und dann ist einmal ein Auto ziemlich hartnäckig da hinten links gehockt. Und dann habe ich gewunken und wieder gewunken und wieder gewunken. Und dann habe ich mal ein bisschen energischer gewunken. Und dann ist das Auto nebenan gefahren. Ich habe so schräg rübergeschaut. Ich dachte, aha, eine Polizistin und ein Polizist in einem Polizeiauto. Und die haben sich gewundert, was macht jetzt da der Rollstuhl auf dieser Straße. Also ich habe nichts Verbotenes gemacht, aber einfach etwas Ungewohntes. Ja, es hat nicht ins Bild gepasst. Genau, hat nicht ins Bild gepasst. Mareike und Simon, meine Supporter, die ja, wir mussten dann mal unsere Kleider waschen. Weil ich gewusst habe, dass wir jetzt etwa 3,5 Stunden unterwegs bin und dass ich das gut alleine machen kann, habe ich denen zwei gesagt, könnt ihr mal schauen, ob ihr neue Wäscherei findet, wo ihr die Wäsche könnt waschen könnt. Und über das Live-Tracking findet ihr ja mich dann wieder, ihr seht, wo ich bin. Und dann, ja, der Polizist, der hat da nicht wollen von der Seite weg, der hat weiter vorne so einen Ausstellplatz gesehen und dann habe ich dann gesagt und mit Handzeichen, sie sollen doch bitte dort vorne warten. Das haben sie dann gemacht, sind ganz langsam dafür gefahren, Türen aufgemacht, vor mich hergestanden, dass ich ganz sicher nicht weiter kann. Und für die bin ich einfach ein Suspekt gewesen. Und dann haben die mich gefragt, ja, wo ich her will. Und dann gesagt, ja, auf Spanien. Und dann haben die gedacht, was ist das für ein durchgeknallter Typ? Dann dachte ich, ja, der ist irgendwie ausgebrochen, der ist ja, abgehauen. Du bist heim! Irgendwie so, oder? Und dann hat er so grosse Augen gemacht und gesagt, ich will auf Spanien. Und dann hat er gefragt, ja, ob ich dann ganz allein unterwegs sei oder ob jemand dabei sei. Und dann gesagt, ja, ja, sei noch jemand dabei. Dann hat er gefragt, ja, wo denn die sagen? Dann hat er gesagt, ja, keine Ahnung. Ich habe ja nicht gewusst, wo die in der Wäscherei sind. Ja. Auf jeden Fall ist das ein mega lustiges Erlebnis. Aber er hat dann irgendwie gemerkt, ah, mit dem kann man einigermaßen normal schnurren. Ja. Und er hat gemerkt, ah, der ist, irgendwie macht der noch so einen sportlichen Eindruck. Vielleicht könnte das gleich sein. Und dann hat er irgendetwas angefangen zu erzählen von Gilets Jaunes. Die Radfahrer, die Velofahrer, die müssen auf diesen Schnellstrassen so eine geile Weste haben. Und Gilles Jaune hat er erzählt, dann gesagt, oh, habe ich keine so dabei. Aber ist mir in den Sinn gekommen, das Team-Shirt, das ich unter dem Pulli anhabe, das hat die Farbe, dann habe ich das Pulli abgezogen, das Team-Shirt vorgekommen, der Farbe, ich gesagt, da, Gilles Jaune. Und dann hat er dann gelesen, da weiss ist eigentlich Corona, und dann ist er auf die Webseite geschaut. Am Schluss hat er wollen, dass die Polizistin von ihm und mir ein Foto macht. Und ist dann ein Facebook-Kontakt worden und ich habe gemerkt, dass er da unsere Challenge ständig verfolgt hat und völlig fasziniert ist. Aber das ist doch super, oder? Das ist Wahnsinn, so Beispielgeschichte. Und so sollte es doch eine Integration und auch Verständnis kommen. Zuerst ein bisschen Reibung und dann ein bisschen Challenge und nachher einen guten Schulterschluss, oder? Ja, genau. Oder? Ja,
bei Schiller schon hat man natürlich dann schon gelüchtet. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht schaut die als Rebella, oder? In Paris sind ja die Schiller schon momentan. Ja, da hat es auch überall so kleine Demonstrationen ja. unterwegs. Ja. Und die sind ja in diesen Kreisel gestanden und haben dann die, die diese Demonstration oder die Kundgebung haben wollen, besuchen, die haben die dort eingewiesen, wo sie müssen. Und die haben jedes Mal wollen, dass ich da ihre Demonstration oder ihre Kundgebung gegangen besuche, aber ich kann ja dann eigentlich weiter wollen. Ja, das ist so, weil du wolltest schon auf Spanien, gell? Ja, genau. Und nachher Spanien, wie haben die Spanier dann reagiert? Weil Franzosen und Spanier sind kulturell gleich ein bisschen unterschiedlich. Also, das merkt man recht gut. Ja, das glaube ich. Die Schweizer sind anders als Franzosen, die Franzosen sind anders als Spanier. Und man merkt das in den Mentalitäten. Man merkt das aber auch auf dem Strassenbelag. Okay. Wo hat es am besten gepasst? Also, nicht alle Strassenbeläge sind gleich. Das ist auch bei uns so. Das merkt man mit dem Rollstuhl manchmal recht gut. Oder? Es ist aber so, dass man je südlicher, umso geringer war der Reibungskoeffizient vom Strassenbelag und der Rad. Das war auch eigentlich noch spannend. Also bei uns in der Schweiz ist es am anstrengendsten zum Fahren mit dem Rollstuhl, weil wir da recht einen hohen Reibungskoeffizient haben. In Frankreich war es alles in allem schon ein bisschen weniger. Und in Spanien und auch schon in Italien habe ich das Gefühl gehabt, da rollt es eigentlich viel ringer, da rollt es viel besser. Es macht weniger Reibung Draht am Boden. Wenn man nur da ein paar hundert Meter weit geht, merkt man das nicht so. Aber wenn man 85 km macht pro Tag, merkt man das dann recht. Ja, das glaube ich. Ja. Und hat es auch irgendwie eben, du hast im Interview vor dem Start gesagt, als ich alles top eingeschöpft vom Rollstuhl, irgendwo gleich Pannen gegeben oder irgendwie ein Defekt? Also zu Genf hatte ich mal eine Platte. Okay. Und zwar gerade wollte starten am Morgen und mitten in der Stadt Genf einfach eine Platte, wie es halt geben kann. Aber sonst keinerlei Bahnen, nichts. Ah, das hat das Material super gut funktioniert.